Jo Leute, wir sind wieder am Start mit Zelda. Und viele, die sich jetzt sagen, der Ben hat ja schon wieder andere Werte. Ja, ich habe schon wieder andere Werte. Aus einem ganz einfachen Grund, mein Emulator ist bei der letzten, nach der letzten Aufnahme, wieder abgekackt. Ja, Link, wir machen gleich weiter. Navi, halt die Klappe. Jedenfalls habe ich dann keine schönen Dinge zum Emulator gesagt. Und hab einfach die letzten zwei Parts komplett offscreen nochmal durchspielen dürfen. Und da habe ich keine schönen Dinge gesagt. War ich auch ganz froh, dass ich es nicht aufgenommen habe. Ja. Ich hoffe, es passiert heute nicht wieder. Und ja, wir machen jetzt einfach weiter. Ich habe ja im letzten Part gesagt, erstmal richtig hinsetzen, ja, dass wir das Minispiel machen, um uns die hübsche Flasche zu holen. Unsere zweite Flasche. Was ist hier eigentlich dran, ne? Rubin, den wir nicht brauchen. Na, okay. Genau, hier sind wir richtig. Das Minispiel wird nämlich Talon mit uns machen. Der wird uns dann für die Gebühr von 10 Rubinen 3 Superhühner in diesen Hühnerhaufen hier schmeißen. Und wir müssen sie finden, die Superhühner. Oder die ganzen uncoolen Normalo-Hühner. Jedenfalls habe ich vom Soccer Sluxy mal einen Trick gesehen. Der hat nämlich... Nein, ich will nicht mit dir reden. Wir reden jetzt nicht mit dir. Nein, 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 nein. Ja, wenn das nicht der Feenjunge aus den Wäldern ist. Vielen Dank nochmal, bla bla bla. Auf jeden Fall hat mir der Soccer Sluxy einen schönen Trick gezeigt, den ich jetzt auch anwenden werde. Nichts Besonderes. Wie wäre es dann mit einem kleinen bla bla bla? Oh, nervt das. Oh, wir wollen jetzt noch nicht spielen, Leute. Nein, ich kann das auch echt nicht vorspulen. Nein, ich will jetzt noch nicht spielen. Ey, das wäre jetzt noch die Höhe gewesen, wenn er uns jetzt noch mehr zugelabert hätte. So. Alle Hühner kann man nicht Rinder schmeißen. Man sollte einfach so viele wie möglich Rinder schmeißen. So. Na, komm her. Richtig. Genau, und schön nach hinten. So, ich glaube, jetzt wacken wir es mal. Gehen schon gut. Ich bin ja wach. Was? Hey, der Kokiri-Junge. Hast du ein bisschen Zeit? Dann lass uns spielen. Ich vermische diese drei Superhühner mit dem herkömmlichen Hühnern. Gelingt es dir, sie innerhalb einer bestimmten Zeit aus allen anderen Hühnern herauszupicken, belohne ich dich mit etwas Nützlichem. Ein Spiel kostet 10 Rubine. Willst du es versuchen? Ja, wollen wir. Du hast 30 Sekunden. Jetzt geht's los. Hier sind die Superhühner. Finde sie. So, eins ist hier. Das ist eins von ihnen. Suche weiter. Schnell. Zwei musst du noch finden. Nee. Du? Auch nicht. Wieder eins. Jetzt kommt's drauf an. Eins fehlt noch. Das ist ja... Warte mal. Jawohl. Wow, unglaublich. Du hast ein gutes Gespür. Du hast die tatsächlich alle gefunden. Komm her zu mir. Gleich beim ersten Versuch, sonst habe ich immer zwei gebraucht. Ha, ich bin so gut. Hey Junge, du hast das Zeug dazu, ein verdammt guter Farmer zu werden. Ich würde mich freuen, wenn du Marlon heiraten würdest, na? Ja, würde ich gern, aber ich muss die Welt retten. Haha, das war doch nur Spaß. Wenn wir im Übrigen Ja gedrückt hätten, hätte er genau das gleiche gesagt.
Oh, hier, nimm diese Flasche Lon-Lon-Milch an dich. Sie gibt dir neue Energie, sobald du sie trinkst. Hast du die Flasche geleert, kannst du jederzeit zurückkommen und sie dir gegen ein geringes Entgelt auffüllen lassen. So, jetzt haben wir Milch von dem erhalten und wir haben nicht nur die Milch erhalten, wir haben auch gleich die Flasche, die da, die sich, wo sich die Milch darin befindet, erhalten. Und damit haben wir jetzt schon, tada, zwei Flaschen. Und im Zora-Reich kriegen wir unsere dritte. Beziehungsweise am Hylia-See. Gibt's hier was Nützliches? Ja. Paar Rubine. So. Ja, und da würde ich sagen, machen wir uns jetzt schon auf zum Zora-Reich. Da kommen wir jetzt zum Zora-Fluss und am Zora-Fluss kann ich mir zwei Herzteile wiederholen. Boah, das geht ja richtig voran mit den Herzteilen hier. Geht ja gar nicht. Na komm, Link. Wir haben nicht ewig Zeit, Link. Oh. Wie habe ich im letzten Part gesagt? Feenschaschlik. Oder Navi-Schaschlik. Darauf hätte ich heute richtig Bock. Hier kann man Navi nicht in irgendeinem Laden irgendwie verscherpeln für zwei Rubine oder so. Die Eule können wir gleich mit dazu verscherbeln. Ja, kaum reden von der Eule, da ist sie schon. Oh. Hallo, es sieht aus, als wärst du erfahrener und kräftiger geworden, Link. Direkt vor dir liegt Zoras Reich. Die Zoras dienen der königlichen Familie von Hyrule und bewachen dieses Gewässer. Das Tor zu ihrem Reich öffnet sich nur einem Abgesandten der königlichen Familie. Spiele vor dem Portal ein Schlaflied aus der Überlieferung der königlichen Familie. Nice. Ja, komm. Ich will weitermachen, es geht alles von meiner Zeit ab hier. So. Ha, musste ich doch. Skulltula. Und wir haben 10 Skulltulas. Müssten wir mal bei Gelegenheit nach Kakariko gehen und uns unsere erste Belohnung holen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, es war eine größere Geldbörse. Na gut. Huhn, komm mal her. Ich brauch dich mal. So, du kommst jetzt mal schön mit, Huhn. Öpp. Das Huhn werden wir jetzt mal ein bisschen missbrauchen. Ich nenne es jetzt mal missbrauchen. Um ein Herzteil zu bekommen. Hier rüber. Ich hoffe, das schaffen wir noch in dem Part, das Herzteil. Ja, wird eng. Ansonsten mach ich halt gleich im nächsten Part weiter. Ist ja nun auch nicht so wild. Aber wie schnell immer so 10 Minuten rum sind, wenn man so ein Let's Play macht. Das ist echt der Hammer. So. Jetzt fliege ich. Nein, nein! Nein, 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 nein! Verdammt! Na gut, Leute. Ich glaube, das Herz holen wir uns im nächsten Part. Autsch! Arsch, ey! Gut, dann beende ich hier an der Stelle den Part und wir holen uns das Herz im nächsten Part. Ciao.